Your motherfucker ist Killer Helen. Yo! Also, merhaba Leute. Schau mal, folgt den. Du musst schon motiviert drüber kommen. Ja, schon, ne? Du musst schon voll Power haben. Wie ich. Nein, man darf auch nicht so voll hochpushen. Ja, nicht hochpushen, aber. Ja, ein bisschen mehr Elan. Genau. Elan. Nicht WLAN, sondern Elan. Ja, guck mal, da sitzt ein Pro. Ich weiß, das ist mir gestern auch aufgefallen. So voll der Fick-Pro. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Also, Leute, über was reden wir eigentlich? Über, was wir gestern erlebt haben. Nein, wieso? Och, nö. Wieso denn? Ich weiß nicht, weil es cool ist. Nee, oder? Noch nicht. Nein, das ist doch Bullshit. Warum übergehst du? Wir machen einfach ein Ding auf. Aber hä, was laberst du, Digga? Mach einfach. Hi, Leute! Hi! Immer dieses Ding, da muss man. Ja, also muss man dieses Ding versenken. Ich weiß nicht, das ist ja. Nee, voll normal bei mir. Ich weiß nicht. Kein Geschäft wieder zustande. Voll. Wir haben voll umsonst einen Sticker. Du hast umsonst Geld gezahlt. Ich zahle das nicht mehr. Was für ein Spaß. Ding, du hast doch Tagesticket gekauft, oder? Nein. Was? Was hab ich gekauft? Tagesticket? Ah ja. Ja, okay, auf jeden Fall. Ja. Das wird unser erstes YouTube-Video. Ja, ein anderes haben wir nicht richtig rausgenommen, außer du auf Facebook ein paar Stück, aber. Okay, ja. Shampoo, ja. Was ist Chaboyard, Digga? Einfach so. Okay. Was lustig ist. Ich weiß nicht, was du da gerade gelabert hast, aber. Ja, es wird unser erstes Video. Wieso? Genau, wieso? Weil wir einen YouTube-Kanal starten wollen. Warum wollen wir einen YouTube-Kanal starten? Jetzt kannst du los. Also, das ist halt so. Wir wollten das. Also, ich persönlich wollte es mal. Aber hab's nie gebacken bekommen. Aber. Ja, weiß nicht. Irgendwann habe ich den Deppen hier getroffen. Nee, wir kennen uns schon sehr lang und deshalb. Weiß nicht, wir hatten mal die Idee gehabt, wir hatten echt Langeweile gehabt und dann dachten wir so, ey, lass mal einen YouTube-Kanal starten, also nicht YouPorn, sondern YouTube. Den haben wir schon. Der kann voll schon. Ja, und aus diesem Grund auch eine neue Erfahrung zu sammeln, sehr wichtig. Und aber es ist immer so wie Scheiße, ja, Digga. Das ist so. Neue Erfahrung. Ja, auf jeden Fall so allgemein, also persönlich sich zu entwickeln und für mich ist es schon sehr wichtig. Das ist für uns ein großer Schritt. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Ein kleiner Schritt für die Menschheit. Aber nein, ein kleiner Schritt für uns, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Ich glaube, ich lasse mir die Pause. Ja, das sieht ein bisschen nazihaft aus. Ich meine, ich bin ja linksradikal, aber du machst rechtsradikal. Also, da war ich schon automatisch oben. Jetzt haben die Leute gesehen, dass ich ein Handy habe. Fuck. Er kann Werbung machen. Es war ein Samsung S5. Fuck, das stimmt sogar echt. S4, nein. Ich wollte eigentlich Handys mixen, also. Samsung 6S, zum Beispiel wollte ich sagen. Weißt du, was ich meine? Also iPhone 6S heißt es dann. Ach, halt's mal. Ja, genau, wir wollen ja unsere Kreativität ausleben lassen. Wir haben dabei irgendwie eine scheiß Angst, also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Mir ist scheißegal. was passiert. Ja, doch, ne, Angst ist immer dabei. Ja. Aber es ist normal. Natürlich ist es am Anfang echt scheiße. Aber nach einer Weile sammelt man ja seine Erfahrung. Ne? Ja, jeder Anfang ist schwer, sag ich mal. Ja, stimmt schon. Von daher. Ich freue mich schon drauf. Ja, aber man muss auch diese Ausrede im Kopf eben ausblenden, ja. Einfach mal. Ja. Richtig die Scheiße da ist. Einfach mal machen. Einfach auf die Kacke hauen, vor allem. Auf die Kacke hauen! Ja, Mann! Vollidiot, okay. Egal. Nee, aber ich bin auch ein Vollidiot. Ja. Schau mal. Und außerdem, wir werden das so und so schaffen, weil Batman begleitet uns. Hier bleibt mal die Musik von Batman ein. Nee, sonst bekommen wir Gamer-Probleme. Ja, fokussier mal, schau, der fokussiert nicht. Der fokussiert nicht. Ja. Das ist alles so hässlich, geh weg. Der will Batman nicht fokussieren. Ja, Batman mit Rache ausüben. Ja. Wir haben richtig Bock drauf gehabt, einfach mal Videos zu drehen. Einfach so, wir hatten so gedacht, hey, wir müssen mal raus. Wir müssen Videos drehen ohne Ende und einfach Scheiße machen. Ja. Und das, ich denke, also ja, das sollte nicht jeder machen, sowas, aber jeder sollte seine Leidenschaft oder das, auf was er Bock hat, folgen, also machen. Wenn jemand Bock hat, keine Ahnung, TV-Regisseur, so wie TV Total oder so, Bullshit, nee, Quatsch. Was gibt's denn alles? Ja, Astronaut. Astro-TV. Voll schwul. Nee, ich hatte auch früher echt Angst davor gehabt, also halt generell, ich hatte sogar Angst, Bilder auf Facebook zu posten. Ja, aber I don't give a fuck. Einstellung. Ja, genau. Ja. Einfach scheiß drauf. Und einfach machen, was du willst. Und das sollten mehrere Leute machen, weil die
die machen halt irgendwas, was ihre Eltern ihnen sagen oder Freunde, ah, darin bist du gut, das kannst du machen und das und das. Ist ja nicht schlecht, wenn man Talent hat und so. Mhm. Aber wenn man das nicht machen will, ja, man sollte halt das machen, auf was man Bock hat. Nicht irgendwie Ingenieur werden, weil man, ja, okay, das ist jedem ihm überlassen, ob er Geld verdienen will damit oder nicht. Aber ich denke, mehrere Leute sollten machen, was ihre Leidenschaft ist. Das ist der Punkt. Ja. Und ja. Ja, schon viel Scheiße durchgemacht. Also. Ja, ja, siehst auch so aus. Ja, also voll witzige Scheiße, halt. Ja, okay. Naja, schon. Deswegen machen wir einfach unser Zeug durch. Natürlich ist das erste, das ist ein Ankündigungsvideo, ja. Wir get ready for Jason and Daniel oder Daniel und Jason. Wie auch immer. Daniel und Jason. Ja, ja, der Dominanz steht immer zuerst. Ja, und das Beste kommt zum Schluss. Der war gut, Gott. Er hat sich verdient. So ein High One. Und warum wir den Fab Nation genannt haben, ja. Fab Nation, warum haben wir den so genannt? Ich denke, Fappen macht Spaß. Das sowieso. Das ist, man fühlt sich danach friedlich, irgendwie man hat so ein Gefühl von Zufriedenheit zu so, man liegt so, alles ist schön und so. Und Fab Nation, wir wollen andere Bereiche mit unserem Fappen. Ja. Wir wollen eine Fab Nation gründen, Digga. Fab Nation forever! Forever, okay, voll die Missgeburten. Nee, also Nation ist halt eine Nation. Genau. Von der, wir fappen die Welt weg. Digga, sag bloß nicht, dass Fab Nation heißt Nation ist ja Nation. Ich dachte eigentlich Nazi heißt Nation oder so, ich weiß nicht. Ah, ist gar nicht. Deine Sicht ist offen. Ja, Mann. Ich muss mir diese Dinge früher von den Nazis gönnen. Ja, einfach wegschneiden. Hey, nein, die haben noch so diese Jugend-Nazis, weißt du nicht? Die haben immer die Seiten so, wie die Hipster jetzt aussehen. Die haben diese Seiten weggeschnitten und haben einfach diese oben lang gelassen. So wie ich es eigentlich machen will. Auch kein Nazi, ich kann mich nicht aus. Nein, vielleicht auch nicht. Ich bin ein Türke. Ja, kennst dich echt gut aus. Du bist ein halber Deutscher, nicht? Ja, jetzt kommt der ganze Scheiß. Nein, nein, das ist gut. Ja, warte. Und deswegen... Man muss aber auch immer aufpassen mit Fab Nation. Ich hab immer so Schiss bei mit diesen Namen und so. Fab Nation, wenn meine Mutter das rausbekommt. Ja, ne? Nimmt gleich so einen Schlappen, also. Oh, gleich kommt sie so Schlappen auf unsere Fresse. Ja, aber. Vor allem auf meine. Nee. Du darfst ja. Nee, aber. Ich bin krass. Sie darf mich hier schon. Okay. Er will zuerst sterben. Oh, nee, okay. Egal, ich kann das auch alleine leiden. Genau, Digga. Cut. Cut, aus, Schluss. Das ist Spaß, die Leute. Die Videos werden am Anfang scheiße. Ist so, ne? Das ist bei allen so. Ja. Das ist genau wie immer im Training. Ein Lappen kommt rein, trainiert voll scheiße, ja? Nach ein paar Jahren ist er voll das Team. Voll der Halb. Ja, man kann ja auch nicht beim Trainieren auf einmal mit so, ja, so 500 Kilogramm Bank drücken, Alter. Ja, und, ja. Nee, ist schon so, ja. Aber das wird echt lustig sein, ja. Das wird geil. Das wird zwar scheiße, ne, aber... Das ist gut, ich habe eine gute Kamera. Also heißt das, es ist scheiße in HD und scheiße in HD ist besser als scheiße. Also scheiße. Ja, deswegen haben wir schon mal einen Vorteil. Ich war voll. Ja. Deswegen, ich freue mich auf die Zeit mit YouTube. Und er auch, glaube ich. Voll. Sieht so aus, ja? Ja. Wir haben voll die krasse Scheiße durchziehen. Ja. Aber voll. Wir müssen echt krasse Pläne haben. Ja. Mal schauen, wie das alles wird. Das ist mal ein Unterhalter. Wieso hat sie doch ganz normal gehört, wenn sie es nicht verstanden haben, dann haben die was an den Ohren. Oh, jetzt habe ich unsere Leute, unsere Pfeffers beleidigt. Unsere Pfeffers. Voll schlecht. Wir nennen unsere Zuschauer Pfeffer, okay? Ja, was ist, wenn jetzt weibliche Fans kommen? Die können ja auch schlappen. Ja? Das hat sich auch mit Pfeffer verpacken. Die bei dem Jungen halt. Jo, Mann! Okay. Der war so schlecht. Okay. Ja. Ihr dürft mich gerne abonnieren, nee, nicht. Ne, Quatsch, ihr könnt uns gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Anne! Anne! Aber Digga. Oh Gott, nee. Also ihr dürft uns gerne abonnieren. Ja. Aber keine Kommentare schon. Also, Leute Liebe. Warte. Seid gespannt, ja, auf jeden Fall. Ihr dürft gerne uns abonnieren und Teil unserer Fab Nation sein, also Fappers. Fappers. Das heißt irgendwie so Knoppers oder so. Knoppers. Halb 10 in Deutschland, es wird gefappt. Digga, wie scheiße, warte. Oh, der war geil.
Okay. Ja, das ist schon cool, Mann. Das ist cool. Ja. Okay, auf jeden Fall. Seht ihr euch, wie wir drauf sind, weil es wird echt lustig sein, echt. Also, wir werden echt die krasseste Scheiße durchmachen. Durchziehen meinst du? Durchmachen und durchziehen ist egal, aber ja. Das kostet sehr viel Überwindung, aber es wird heute! Also liebe Leute! Ciao!